Kennst du das eine magische Merkmal dafür, wo du unterscheiden kannst, ob dass du dich einfach nur krank fühlst oder dass das ein ganz normaler Prozess des Alterns ist? Da gibt es da ein magisches Merkmal, wo du das für dich persönlich selber feststellen kannst? Nein, gibt's natürlich nicht. Gibt's das eine magische Merkmal nicht, logischerweise. Aber es gibt für verschiedene Dinge in unserem Leben, sei es zum Beispiel unser Wasserlassendrang oder Schlaf, Hörvermögen und so weiter, gibt es Dinge, die uns genau zeigen, okay, wir altern, und dann gibt es Dinge, die eher darauf hinweisen, dass wir eine Krankheit haben. Und darum geht es heute, dass man Abstand nimmt von diesem, das ist genau ein Zeichen, ja, dass du generell alterst, oder das ist ein Zeichen dafür, dass du krank bist, sondern man muss dann genau differenzieren auf die verschiedenen Fähigkeiten und auf die verschiedenen Eigenschaften, auf die verschiedenen Tätigkeiten, die man hat, und was normal ist und was eher darauf hinweist, dass man krank wird. Und ab 30 Jahren befinden wir uns alle in einer Phase der Degeneration. Das heißt, ja, jeder, der über 30 ist, und das sind auch auf diesem Kanal, ich sehe immer, was so im Durchschnitt mein Kanal, welche Altersgruppen mein Kanal schauen, das ist die Mehrheit. Also wenn ihr unter 30 seid, seid ihr auf diesem Kanal eher in der Minderheit. Aus dem einfachen Grunde, weil das wirklich sich bewusste Beschäftigen mit dem Leben, das kommt erst dann, wenn einen die Gesellschaft so etwas in Ruhe gelassen hat. Wenn man die Schule absolviert hat, wenn man den Bund, na gut, Bundeswehr gibt es ja nicht mehr, aber wenn man, früher war es die, halt die Bundeswehr oder Zivildienst absolviert hat, wenn man dann sein Studium absolviert hat, wenn man seinen Berufseinstieg dann absolviert hat, wenn man seinen Erfolg absolviert hat, wenn man seine Familie gegründet hat, wenn man sein Haus hat. So, dann, wenn man das hat, dann fängt man irgendwann an nachzudenken. Und viele nennen das dann Midlife Crisis, weil man dann Bestehendes in Frage stellt und sagt, hey, ich fange nochmal vielleicht dort an, wo es mir noch gut ging, in der Kindheit und im Jugendzeitalter. Und die Gesellschaft sagt dann, du bist in der Midlife Crisis, und will da auch wieder einen Deckel drauf machen. Aber glücklicherweise gibt es genug Menschen, die dann in dieser Phase tatsächlich sich bewusst werden, worum es wirklich geht. Und das Video führt zu sehr weg vom eigentlichen Thema, fällt mir gerade ein. Also, krank altern. Das andere ist auch ein schönes Thema, aber wir fangen an. Das Sehvermögen. Das Sehvermögen. Ja, was deutet nun darauf hin, dass das Sehvermögen ganz normal ein bisschen altert, und was deutet darauf hin, dass es sich um eine Krankheit handelt? Also, was vollkommen normal ist, ist, dass wir im Alter mehr Licht benötigen, um Dinge zu sehen. Das ist vollkommen normal, und da muss sich auch niemand Gedanken machen, das ist ein Prozess, der ja jeden betrifft. Wir brauchen einfach mehr Licht zum Sehen. Was nicht normal ist, ist, dass wenn zum einen das Sichtfeld kleiner wird und zum anderen wenn wir Blitze, also blitzartige Visualisierung in unserem Sichtfeld haben. Das ist ein Zeichen für Krankheit, dass wir mehr Licht brauchen, um zu sehen. Das ist völlig normal. Kommen wir nun zum Hörvermögen. Bei dem Hörvermögen ist es völlig normal, dass, wenn wir altern und wir haben eine Person, die wir hören, und im Hintergrund sind Geräusche, dass wir diese Person nicht mehr so gut hören, wie das früher einmal der Fall gewesen ist. Das ist vollkommen normal. Was nicht normal ist, ist, dass wir einfach alle Geräusche manchmal nur wie so ein Murmeln wahrnehmen, dass wir gar nicht mehr voneinander unterscheiden können, was hat er gesagt oder was hat er gesagt. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass jemand was gesagt hat, ihr ihn aber nicht verstanden habt, aufgrund der Hintergrundgeräusche, ist das ein normaler Alterungsprozess. Wenn ihr aber nur noch ein großes Murmeln hört und gar nicht mehr wisst, hat er etwas gesagt, hat er was gesagt oder hat überhaupt jemand was gesagt, dann ist das eher ein Zeichen von ja, einer Krankheit. Kommen wir zum Denken, und hier sind die größten Ängste bei den Menschen, ja,
existent. Denn hier geht es auch um das Thema Alzheimer, geht es um das Thema Demenz und ja, was ist vollkommen normal im Altern? Das ist zum einen, naja, sieht nicht so schön aus, dass man halt seinen Schlüssel verlegt und dass man nicht mehr weiß, wo man seinen Schlüssel hingetan hat. Weil dieser Platz des Schlüssels, der ist ja häufig mal dort, mal in der Jacke, mal ist dort, da gibt es 3-4 Plätze und man hat halt vergessen, wo der letzte Platz eben gewesen ist. Ist vollkommen normal. Was auch vollkommen normal ist im Alter ist, es gibt Menschen, Menschen haben Namen, aber wie hieß der nochmal? War das Hans oder war das Otto? Vollkommen normal, dass man die Namen von Menschen vergisst im Laufe des Alters. Vollkommen normal. Und was auch vollkommen normal ist, ist, dass wenn man sozusagen auch im Alter, und das ist von mir auch angeregt, das zu tun, auch im Alter noch lernt, um auch fit zu bleiben, Jogging für das Gehirn quasi, dass man schlechter lernt. Das heißt, das Lernen fällt einem nicht mehr so leicht, wie das früher der Fall gewesen ist. Und das sind normale Sachen. Was nicht normal ist, ist, man sitzt im Auto und weiß plötzlich gar nicht mehr, wie man Auto fährt. Also automatisierte, im Leben lang trainierte Tätigkeiten kann man sich nicht mehr erinnern, wie das funktioniert. Das ist ein Anzeichen dafür, dass ihr ja, an Demenz erkranken könntet oder ja, auch andere, sag ich mal, Krankheiten im Bereich des Geistes ja, euch eingeholt haben. Beziehungsweise ihr euch dem stellen müsst und vielleicht habt ihr auch eine Chance dagegen vorzugehen. Das ist eine Sache. Und eine andere Sache ist, wenn ihr ja, auf dem Nachhauseweg seid, geht nach Hause, wisst aber nicht mehr, wie es nach Hause geht. Das ist ein Punkt, da solltet ihr echt hellhörig werden und ja, schauen, was da möglich ist. Was da möglich ist, ist nicht unser Thema, aber ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht und möchte ja, da vielleicht oben auf den Infokarten darauf verweisen, wie man zum Beispiel Alzheimer oder sowas, wie man dem begegnen kann, was da für Heilmöglichkeiten gibt, ob es Heilmöglichkeiten gibt. Und ja, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Kommen wir jetzt nun zum Pullern. Jeder von uns muss es, die meisten vermeiden den Begriff in irgendeiner Weise zu nennen, warum auch immer, Pullern. Was ist im Alter normal? Im Alter ist vollkommen normal, dass man häufiger pullert. Das ist vollkommen normal, dass man häufiger pullert. Ja, die Blase kann halt nicht mehr ganz so fest und das alles so in sich halten, sondern es passiert halt häufiger. Was nicht normal ist, ist, dass das soll im Mund sein, dass man nachts sehr, sehr häufig auf Toilette geht. Dass generell man häufiger pullern muss, das ist normal. Wenn man aber abends schon richtig viel gepullert hat, wirklich richtig viel gepullert hat und über den Tag hinweg und ich kurz vorm Abend gehen nochmal, also kurz vorm Schlafen gehen nochmal einen Liter zu wieder da reinkippt, dass man dann nachts sehr häufig pullern muss, das ist eher ungewöhnlich und das ist, hängt mit der Dehydrierung zusammen und mit Krankheiten, die, wo Dehydrierung eine Rolle spielt. Und das ist etwas anderes, als dass man generell häufiger pullern muss. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, aber ja, jemand, der sich damit auskennt, ein Arzt oder jemand, der sich damit wirklich auch auseinandergesetzt hat oder selber daran leidet, der kann euch dann dabei helfen und ihr selber habt vielleicht dann auch einen Zugang dazu, was das eben alles bedeuten könnte. Die Quelle übrigens für diese ganzen Informationen, das ist die Universität in Harvard, eine Medizin, die Medizinfakultät von der Harvard-Universität und ja, also damit ihr auch wisst, woher die ganzen Informationen kommen, dass ich mir die nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt habe, sondern dass die tatsächlich von einer sehr renommierten Universität herausgegeben wurden und sogar recht aktuell. Kommen wir jetzt zu dem nächsten, das ist der Geschmack. Der Geschmack. Was ganz normal ist, ist, dass sich unser Geschmack im Laufe der Zeit einfach verringert. Das heißt, wir nehmen das alles nicht mehr so wahr. Viele von euch kennen das Phänomen, als Kind hat man nicht gern scharf gegessen und irgendwann fängt man an, Schärfe zu mögen. Oder Gewürze, sehr stark gewürzte Dinge. Die Leute, die unter euch auch noch Käse essen, die werden wissen, umso älter man wird, umso eher ist man aromatischen Käsesorten ja, zugeneigt. Und das ist halt eben normal. Normaler Prozess des Alters. Unser Geschmack und auch unser Geruchsvermögen sinkt halt. Was allerdings nicht normal ist, ist,
dass wir einzelne Geschmäcker plötzlich gar nicht mehr schmecken. Dass wir überhaupt nicht, das schmeckt doch gar nicht nach irgendwas. Also es ist keine konstante Verringerung unseres Geschmackssinns ist, sondern dass wir plötzlich gar nicht mehr realisieren, was das eigentlich war. Weil wir den Geschmackssinn verloren haben. Und natürlich damit einhergehend, sagen wir das fast dasselbe, der Geruchssinn. Also wenn ihr den verliert, das deutet dann eher auf eine Krankheit und nicht kein normaler Alterungsprozess. Weil solange wie wir leben, wir schmecken eigentlich immer noch was. Wenn man den komplett verloren hat, da ist irgendwas im Argen. So. Und das letzte, was ich erwähnen möchte, um euch eventuell Ängste zu nehmen im Alterungsprozess, das heißt ab dem 30. Lebensjahr der Degeneration, dass ihr euch da Gedanken macht, boah, könnte ich vielleicht Alzheimer haben? Ne? Das ist so das Denken, das ist glaube ich so das größte, die größte Angst der meisten Menschen. Und ja, wäre jetzt noch der Punkt der Müdigkeit. Was ganz normal ist, ist, dass unsere Energie und unsere Ausdauer, dass die, genau wie jetzt hier beim Geschmack, kontinuierlich sinkt. Das ist normal, das ist ein ganz normaler Prozess des Alterns. Was aber nicht normal ist, ist, dass wir quasi, ja, können wir eigentlich, dass wir uns ständig, all the time, erschöpft fühlen. Dass wir überhaupt keine Phase mehr haben, wo wir uns energetisch gut fühlen. Das heißt, auch wenn du 90 bist, hast du Phasen, die sehr kurz sind, wo du dich energetisch geil fühlst, wo du sagst, ja, jetzt mache ich was, ich habe Bock auf was. Wenn du ständig erschöpft bist und überhaupt nicht mehr quasi energetisch aufgeladen bist, dann stimmt irgendwas nicht. Das wäre meine Inspiration für heute und ich hoffe, dass ich damit tatsächlich mehr Ängste nehme, als dass ich Ängste schüre. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.